Seit Ende Juli 2016 ist Dubai um eine Attraktion reicher. Last Exit heißt die Attraktion, gleich bei der Ausfahrt Nummer 11 der A11 in Jebel Ali, der wichtigsten Verbindungsstraße, die von Dubai bis Abu Dhabi parallel zu Sheikh Zayed Road führt. 15.000 Quadratmeter ist der Food Truck Park Last Exit, für den mancher schon einmal eine 30-minütige Taxifahrt aus Dubai auf sich nimmt. Dann heißt es eintauchen in das Flair der 50er Jahre. Es ist der erste Gourmet-Park seiner Art. Für die Emiratis, die Kulinarik-Liebhaber sind, ist es ein Hotspot im Reigen der ständigen Restaurant-Neueröffnungen. Seit Last Exit bekommt jeder, was er will. Bei den Dine-In- und Drive-Thru-Food-Trucks werden unterschiedlichste kulinarische Spezialitäten aus Lateinamerika, Italien, Amerika und dem Mittleren Osten angeboten. Wer eine Pause einlegen möchte, parkt sein Fahrzeug und genießt die Atmosphäre der klassischen Trucks, aus denen die Speisen gereicht werden. Vom amerikanischen Airstreamer über französische Citroën HY-Wellblechmobile, italienische Arpes für den Kaffee bis hin zum Volkswagen Pritschenbulli. Auch im Dine-In-Restaurant herrscht automobile Atmosphäre. Ausgestattet mit Requisiten und Möbeln aus den 50er Jahren wird die Deko mit automobilen Ersatzteilen ergänzt. Zapfsäulengriffe als Türgriffe des Eingangs, eine Werkzeugwand oder eine Holzwand mit Autoersatzteilen im Eingang zu den WCs. Alles ist bis ins kleinste Detail durchdacht, mit viel Fantasie. Hier wird sogar der Weg zum stillen Örtchen zum Highlight.